Leute, seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es um Smart Locks, ganz genau genommen eigentlich um einen Zusatz für die WeLock Smart Locks oder auch für andere Smart Locks. Mal sehen, wie das Ganze sich jetzt hier gestaltet. Ich habe eine Wi-Fi-Box, das ist die Wi-Fi-Box 3 von WeLock und was die alles drauf hat, erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Ja, wer ein Smart Lock hat, der hat wahrscheinlich eins von WeLock oder ein kompatibles von WeLock, die eigentlich alle aus dem gleichen Hause irgendwie stammen. Dazu gibt es, wie gesagt, schon solche Wi-Fi-Boxen, die gab es schon etwas länger. Allerdings hat WeLock jetzt eine neue Wi-Fi-Box rausgebracht, die Wi-Fi-Box 3 mit wirklich enormer Funktionssteigerung. So können da auch sehr, sehr viele andere, also nicht von WeLock stammende Schlösser mitgesteuert werden oder vielleicht sogar Torantriebe oder ja, Garagentor etc. Sowas kann gemacht werden oder irgendwelche Fenstergriffe oder sowas. Das gibt hier eben WeLock an und ihr könnt euch das genau, die Kompatibilitätsliste etc. auf der Homepage einmal durchlesen. Ich verlinke euch das Produkt natürlich unten in der Videobeschreibung und dort könnt ihr euch dann auch den tagesaktuellen Preis und weitere technische Details durchlesen. Die Box ist super klein und handlich, wie ihr hier seht. Die ist dann grundsätzlich dafür gedacht, einmal zur Fernentriegelung dieser Schlösser logischerweise. Das heißt, wenn ihr jetzt in Deutschland seid und ihr habt ein Ferienhaus, was ich auf Ibiza oder was, keine Ahnung, dann könnt ihr über das Internet diese Wi-Fi-Box veranlassen dazu, dass die per Bluetooth euer Schloss daheim dann aufschließt. Das ist natürlich super für Airbnb zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie vermietet oder sowas und eine Ferienwohnung da irgendwie habt und da irgendwie andere Leute reinlassen wollt, dann könnt ihr das dann von dort aus direkt öffnen. Ihr könnt auch direkt Schlüssel dorthin verteilen, also Entriegelung von Datensätzen ist zum Beispiel möglich, hinzufügen und entfernen von Karten, die über QR-Code zum Beispiel gesteuert werden oder zum Fernlöschen von Karten ist das natürlich auch möglich. Fernlöschen von Fingerabdrücken, wenn ihr ein Fingerabdruckschloss zum Beispiel verwendet. Es gibt ja unwahrscheinlich viele WeLock-Schlösser. Ich werde euch einige von diesen WeLock-Videos unten nochmal in die Beschreibung reinposten. Die könnt ihr euch in Ergänzung dazu nochmal anschauen und mal sehen, welches Schloss dann zu euch passt. Ihr könnt Passcodes hinzufügen und löschen. Das heißt, wenn ihr ein Schloss habt, was über PIN-Code etc. funktioniert, könnt ihr das auch steuern. Natürlich braucht ihr dazu die WeLock-App. Grundsätzlich funktioniert das Schloss als Bluetooth-Gateway. Das heißt, es ist per Wi-Fi angebunden an euren Router, der natürlich irgendwie vorhanden sein muss. Ihr habt die Möglichkeit, das per RJ45-Schnittstelle anzuschließen, also per Kabel, sodass vielleicht, wenn kein Wi-Fi zur Verfügung stehen sollte, sondern nur ein Kabelrouter oder sowas, dann ist das natürlich auch möglich. Und das sendet dann eben Bluetooth-Signale zu eurem Schloss aus und wird dieses dann entsprechend öffnen. Ein Typ-C-Datenanschlusskabel ist gleich noch mit dabei und ihr solltet darauf achten, dass etwa so 10 Meter nicht überschritten wird zwischen den einzelnen Schlössern und dieser Box. Ich würde sagen, wir packen die mal aus und dann gucken wir uns das Ganze mal in Funktion an. Ja, das ist das, was sich in der Packung verbirgt. Ihr habt ein USB-Kabel, ein RJ45-Anschlusskabel mit dabei, eine Bedienungsanleitung ist mit dabei. Dann habt ihr hier noch so ein kleines Brückenkabel und natürlich die Box. Und schaut mal, da habt ihr jetzt auf jeden Fall eine richtig fette Wi-Fi-Antenne mit oben drauf, sodass ihr hier auch wirklich super Empfang habt. Und ich habe das Ganze jetzt schon mal an ein Stromkabel angeschlossen. Dafür ist ja letztendlich auch dieses Kabel da. Ihr braucht dann noch ein Netzteil, ein USB-Netzteil, welches ihr dann eigentlich vom Handy nehmen könntet. Ich verlinke euch sowas auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Wer da noch eins in Ergänzung haben möchte oder vielleicht keins vom Handy frei hat oder sowas, der kann das dann gleich mitbestellen. So, jetzt wollen wir uns natürlich hier das Ganze in der App einmal angucken. Dazu müssen wir die Wi-Fi-Box natürlich mit der App einmal verbinden. Ich habe jetzt hier zwei Demo-Schlösser schon mal aktiviert. Die heißen Werkstatt und Haustür. Und wenn ich jetzt hier die Wi-Fi-Box hinzufügen möchte, gehe ich einfach auf das Plus. Und ich sage Gateway hinzufügen und jetzt wird das Ganze hier schon automatisch gesucht. Er hat die Box jetzt hier tatsächlich sofort gefunden und dann kann ich jetzt hier sagen, das ist meine Wi-Fi-Box. Wi-Fi, ich nenne es einfach Wi-Fi 3 jetzt mal so als Beispiel. Und dann sage ich, er soll das hier bestätigen. Und schon wird das Ganze hier dann integriert. Jetzt müsst ihr natürlich noch euer WLAN-Kennwort eingeben. So, wenn das Gateway dann eingerichtet ist und grün leuchtet, könnt ihr hier einmal eure Schlösser mit dem Gateway verbinden. Dazu müsst ihr hier einmal auf Ich bin Administrator gehen und dann entweder den QR-Code vom Schloss einlesen oder den Code eingeben vom Schloss. Und dann wird das Ganze hier verbunden. Wird verbunden steht jetzt hier.
erfolgreich verbunden. Und jetzt müsst ihr einmal mit eurem Fingerabdruck oder je nachdem, was ihr dann für ein Schloss habt, das Ganze bestätigen. Und schon ist das Ganze verbunden. Ja, und jetzt können wir das Ganze natürlich über dieses Gateway laufen lassen. Das heißt, ich kann jetzt hier Bluetooth einmal ausstellen. So. Und dann kann ich das Schloss trotzdem öffnen. Wenn ich jetzt hier damit dann zum Schloss gehe, und jetzt stellt euch mal vor, ich bin jetzt sonst wo. Und schon ist das Schloss entriegelt. Und hier zeigt er uns das auch an. Schloss ist entsperrt. Wie gesagt, wenn ihr auf Mallorca seid oder, keine Ahnung, in Deutschland seid und jemand möchte auf Mallorca die Tür geöffnet haben, dann könnt ihr das theoretisch dann direkt so dann realisieren und dann das Ganze über, wie gesagt, so ein Gateway dann einrichten. Jawohl. Dauert natürlich immer so ein bisschen, weil das geht natürlich dann übers Internet etc. Aber ihr habt gesehen, jetzt wäre das Schloss hier offen und ich könnte das jetzt hier öffnen. Und ansonsten fällt das jetzt wieder zurück und jetzt wäre es wieder gesperrt sozusagen. Jetzt kann keiner die Tür öffnen. Aber das kennt ihr ja von den Vlog-Schloss-Videos. Wie gesagt, die sind unten noch in der Beschreibung verlinkt. Das könnt ihr euch in Ergänzung nochmal anschauen. So, übrigens habt ihr auch einen direkten Türöffnerkontakt mit dran. Da könnt ihr hier oben dieses mitgelieferte Kabel anschließen und dann habt ihr hier einen ganz normalen Öffnerkontakt und den könnt ihr natürlich in der App dann auch ansteuern. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Garagentor habt oder irgendwie so ein Tor, was weiß ich, auf dem Grundstück, so ein Schiebetor oder sowas, was dann aufgeschlossen werden soll oder irgendwas anderes, was dann eingeschaltet werden soll. Das könnt ihr über dieses Schloss dann natürlich auch steuern, über diese Steuerleitung. Und wenn ihr in der App dann einfach sagt, der Kontakt hier soll aktiv geschaltet sein, dann könnt ihr den ganz einfach per Knopfdruck natürlich auch öffnen und dann könntet ihr hier drüber dann eine Torsteuerung dann zum Beispiel realisieren. Wenn euer Garagentor das vielleicht noch nicht hat etc., könntet ihr das dann eben auch WLAN-fähig machen und natürlich dann auch per Alexa zum Beispiel das Ganze ansteuern. Ihr könntet dann diesem Anschluss den Namen Garage geben oder sowas und dann könntet ihr eine Routine anlegen bei Alexa, schließ Garage auf und dann wird das Tor geöffnet. Funktioniert ganz hervorragend und dadurch, dass wir jetzt hier sogar eine richtig große Wi-Fi-Antenne mit drauf haben, ist die Reichweite natürlich bei dieser Box enorm. Ja, ich hoffe, ich konnte euch diese Box jetzt hier näher bringen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt auch was für euch wäre. Ansonsten schreibt fleißig in die Kommentare, wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage, bis dahin. Straight, never stop, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change.